Dann legen wir los mit unserer Medienrunde vor dem Auswärtsspiel des MSV Duisburg beim FSV Zwickau. In unserer virtuellen Mitte sitzt diesmal Uwe Schubert, dem ich auch hier nochmal recht herzlich Hallo sage, den noch herzlich willkommen heiße in der Runde. Und dann gebe ich auch gleich ab an die Runde, um erste Fragen zum Sportlichen in Zwickau zu stellen. Wer möchte da beginnen? Jochen Knörzer, da sehe ich ein Handzeichen. Perfekt. Guten Morgen in die Runde. Hallo Uwe. Ja, ich sage auch guten Morgen in die Runde. Hallo zusammen. Mal wieder sitzt du auf dem Trainerstuhl des MSV Duisburg. Wie sieht es denn im Training aus? Sind alle Mann fit für das Spiel in Zwickau? Ja, gut. Es sieht im Training gut aus. Die Langzeitverletzten oder der Langzeitverletzte Schiene-Duodene, Sprunggelenkprobleme, fällt nach wie vor aus. Rudi Ndralo hat sich verletzt, das ist ja allgemein bekannt. Ansonsten haben wir mit Assis einen Spieler dazu bekommen, der diese Woche wieder eingestiegen ist. Und es sieht im Training gut aus. Ich habe extra gefragt, wie es im Training aussieht. Ich habe gehört, dass du mit manchen Sachen da nicht glücklich warst. Ich weiß nicht, was du gehört hast. Letztendlich sage ich, natürlich war das Spiel gegen die Belgier, wenn man das 4-1 verliert, nicht gut. Da war ich zufrieden mit der ersten Halbzeit, beziehungsweise bis zum 1-0. Wenn man dann in 9 Minuten 3 Gegentore bekommt, dann ist es nicht nur meine Aufgabe, sondern meine Pflicht, das auch kritisch intern anzusprechen. Das habe ich dann auch getan. Ansonsten muss ich aber sagen, war ich mit der Trainingsarbeit über weite Strecken zufrieden. Was willst du für das Spiel in Zwickau ändern? Willst du was ändern? Klar, das Ergebnis, aber willst du im System etwas ändern? Wir haben 11 Spiele, 4 Siege. Wir wissen alle, wo wir in der Tabelle stehen. Und ich möchte eine Mannschaft auf dem Platz haben, die in den Tagen, wo ich jetzt hier verantwortlich war, verinnerlicht bekommen hat, dass wir hart arbeiten müssen in Zwickau, weil es wird kein Freundschaftsspiel. Zwickau hat zu Hause noch nicht gewonnen. Sie werden alles daran setzen, zu Hause den ersten Sieg einzufahren. Und da haben wir die Mannschaft drauf vorbereitet. Dann gebe ich jetzt mal weiter an den Hermann. Ja, bitte, Hermann Kiewitz hebt digital die Hand und Hallo Schubert erstmal. Hallo, Herr Gewitz. Erste Frage ist, welche Inhalte haben Sie jetzt im Training? Also welche Schwerpunkte haben Sie gesetzt? Wir haben gemeinsam mit dem Trainerteam eine Strategie ausgearbeitet, wie wir in Zwickau spielen möchten. Und das haben wir der Mannschaft als Matchplan gestern gegeben. Und diese Dinge, die in diesem Matchplan verankert sind, die haben wir natürlich auch vom ersten Tag bis morgen als Inhalte der Mannschaft gegeben. Etwas konkreter gefragt. Der MSV hat ja 18 Gegentore jetzt wieder geschluckt in den ersten 11 Spielen. Liegt zum Beispiel nur als Vorschlag oder als Idee der Akzent mehr auf dem defensiven Bereich oder was ist so Ihre Idee dabei? Ja gut, letztendlich ist das ja bekannt, dass ich für eine gute Defensivarbeit stehe. Letztendlich ist bekannt, dass ich immer Spiele gerne 1-0 gewinne. Und deswegen ist auch ein erster Ansatz, wenn man die Gegentore sieht, daran zu arbeiten gewesen. Der Jochen Klötz hat es ja schon mal gefragt, also ob es eine Umstellung im System geben wird. Sie haben ja jetzt immer 4-2-3-1 gespielt. Ich glaube, in dem Handbuch, das dem MSV zur Verfügung steht, gibt es noch die 4-4-2-Variante als zweite Möglichkeit, taktisch aufzutreten.
Wird es da eine Veränderung geben? Das Handbuch, was Sie ansprechen, ist mir auch bekannt. Aber in dem Handbuch steht auch ganz klar drin, dass man sich orientiert an dem Spielermaterial, was man zur Verfügung hat. Dann aber trotzdem noch einmal, ich habe jetzt konkret gefragt, nicht zum Handbuch, sondern zum System. Ja, wir haben in der Woche an zwei Systemen gearbeitet, einmal am 442 und einmal am 433. Wir haben heute und morgen noch Training und werden dann entscheiden, was wir am Samstag spielen. Erstmal, wie hat die Mannschaft auf den Trainerwechsel reagiert oder und darauf reagiert, dass sie jetzt im Übergang wieder tätig sind? Ja, erstmal war es ja ein relativ schneller Übergang von frühmorgens Mannschaft übernehmen, Training, anschließend Spiel. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Ich glaube, dass jede Mannschaft erstmal, wenn ein Trainerwechsel vonstatten geht, darüber nachdenkt, was ist jetzt gerade wieder passiert. Die Spieler waren natürlich schon überrascht, dass es an diesem Tag dann passiert ist. Nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir eine gute Kommunikation in der Mannschaft und jetzt gilt der Fokus auf Zwickau und das haben wir auch mit der Mannschaft so besprochen. Haben Sie viele Einzelgespräche geführt oder war es mehr in Gruppentherapie? Nein, ich habe viele Einzelgespräche geführt, aber ich habe auch Gespräche mit zwei, drei Spielern zusammengeführt. Nun ist ja so ein Spiel, ein Trainerwechsel immer eine Gelegenheit für Spieler, die hinten dran waren, sich aufzudrängen, sich nochmal neu zu zeigen. Die Karten werden ja dann neu gemischt. Gibt es Spieler, die sich im Training bei Ihnen besonders aufgedrängt haben, die bislang eher eine geringere Rolle gespielt haben? Ja, ich glaube schon, dass alle Spieler das, was Sie gerade gesagt haben, auch so sehen. Und ich muss schon sagen, gerade am Montag und am Dienstag hatten wir richtig Feuer im Training. Und dann kommt man als Trainer immer wieder auch zu Überlegungen, die auch bis zum heutigen Tag noch nicht abgeschlossen sind. Ja, ich überlasse mal dem Dirk, weil sonst ist es ja ein sehr relativ einseitiges Hin und Her. Ja, Dirk Retzlaffs, Digital Line ist oben, dann... Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Morgen, Herr Retzlaff. Endet die Mission am Samstagabend oder ist das Pokalspiel in Homberg gegen Krefeld auch schon auf dem Ticket? Nein, ist mit mir weder besprochen, noch habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Fakt ist jetzt erstmal, dass wir erfolgreich Zwickau gestalten wollen und alles andere lasse ich auf mich zukommen. Jetzt der Ordnung halber, der dritte Keeper, der Schabing, da hieß es in den letzten Wochen immer Aufbautraining. Wo ist der? Ist der Mann noch verletzt? Trainiert er richtig mit? Wie sieht's aus? Nein, Roman ist immer noch verletzt, ist nicht im Mannschaftstraining und ist im Moment noch nicht auf dem Platz gewesen. Okay. Die Mannschaft war nicht bei der Mitgliederversammlung. Der Moritz Stoppelkamp hat die Truppe vertreten als Kapitän. War das eine Entscheidung von der sportlichen Leitung, um sie eventuell aus der Schusslinie zu bringen, um sie nicht zu belasten? Oder wie war das? Das kann ich gar nicht richtig beantworten, weil das nicht in meine Kernkompetenz gefallen ist. Die Information wurde mir auch so mitgeteilt und der Stoppel war vertreten, das haben Sie richtig gesagt. Und wie gesagt, das ist nicht meine Aufgabe gewesen, habe ich mich auch gar nicht weiter mit beschäftigt. Alles klar, danke. Bitte. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, wenn ich darf. Gerne, immer zu. Aziz Bouadous ist zurück im Mannschaftstraining. Wie fit ist er? Also er war ja, als er dann sich die Verletzung zugezogen hat, noch offensichtlich noch nicht richtig fit. Und der Trainer hat damals von 50 bis 60 Minuten gesprochen, die er auf hohem Niveau spielen könne. Wie weit ist er denn jetzt?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich sage, wir wären glücklich, wenn Asse spielen kann. Ich wäre glücklich, wenn Asse spielen kann, weil ich denke, dass er für die Mannschaft sehr, sehr wichtig ist. Ich habe aber auch ein Gespräch mit Asses geführt und habe gesagt, ich möchte da kein Risiko eingehen. Das ist jetzt ein Spiel, was ich erstmal oder für was ich verantwortlich bin. Ich möchte das Spiel positiv gestalten, aber ich möchte auch kein Risiko eingehen, dass Assis dann wieder erneut länger ausfällt. Und deswegen werden wir heute und morgen das Training nochmal abwarten und dann werde ich erneut mit Assis sprechen und dann treffen wir eine Entscheidung, ob er mitfährt oder nicht. Aber es ist zumindest denkbar, dass er in der Startelf stehen könnte. Das ist nicht ausgeschlossen, sagen wir es mal so. Das kann ich mir im Moment nicht richtig vorstellen. Aber jeder weiß auch, dass Assis Pouadouche auch für 20 oder 25 Minuten sehr wertvoll für eine Mannschaft sein kann. Ja. Oder für unsere Mannschaft. Noch einmal nachgefragt, Sie sind ja jetzt nur ein Mann des Übergangs. Wie organisiert man das? Also man wird ja jetzt keine strategischen Entscheidungen treffen, sondern mehr taktische. Ja, es ist schon, wie gesagt, überraschend gekommen. Und ich habe natürlich auch im NLZ das eine oder andere zu erledigen. Demzufolge ist es schon ein langer Tag. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut organisiert bekommen. Ich habe alles gemeinsam mit dem Trainerteam organisiert und besprochen. Habe da mit Pranimir und mit Philipp und Sven einen regen Austausch gehabt. Wir haben Dinge besprochen, die vorher waren, Dinge, die wir jetzt machen möchten. Und haben, wie gesagt, gemeinsam den Fokus auf Zwickau gelegt. Da habe ich Unterstützung, aber ich muss auch sagen, alle anderen, vom Zeugwart bis zur Teammanagerin, haben täglich gefragt, ob es irgendwas zu organisieren gibt, ob es irgendwelche Dinge gibt, die geklärt werden müssen. Und demzufolge bin ich nicht der Alleinige, der alles vorbereitet, sondern ich muss da sagen, die Teamarbeit ist okay. Gibt es etwas, was Sie grundsätzlich geändert haben zu dem, was wie es vorher war? Ja, wir haben, was vorher war, kann ich nicht alles beurteilen, weil ich nicht tagtäglich dabei war, aber wir haben einen ganz klaren Plan erarbeitet, gemeinsam mit der Mannschaft. Das sind meine Ideen gewesen, aber ich habe die Mannschaft da auch mitgenommen und wir haben darüber diskutiert, wie wir die Sache angehen wollen. Wir haben regelmäßig uns vor dem Trainingauftakt in der Kabine getroffen, haben nicht erst auf dem Platz besprochen, was gemacht wird, sondern wir haben das schon in der Kabine der Mannschaft mitgeteilt und dann ging es auch auf dem Platz ziemlich zügig los. Weiß nicht, ob das immer so war, aber zumindest war das ein Ablauf, den die Mannschaft jetzt auch schon weiß, dass es so ist. Danke. Gibt es da noch weitere Fragen für den Moment an Uwe Schubert? Der Blick in die Runde. Ja, dann soll er, wenn keiner fragt, sollte er schon noch ein bisschen was zu Zwickau sagen, außer dass sie noch kein Heimspiel gewonnen haben, dafür aber jetzt, glaube ich, dreimal hintereinander zu Null gespielt haben. Sehr gut, Herr Gewitz. Haben Sie sehr gut recherchiert? Das war leicht, man musste nur die Tabelle gucken und die Termine. Haben Sie sehr gut recherchiert und ist mir auch gelungen, das festzustellen? Ist mir auch gelungen, das festzustellen, deswegen ist das auch nicht ganz so einfach oder wird es nicht ganz so einfach, in Zwickau 3 Punkte mitzunehmen. Des Weiteren wissen wir natürlich, dass Zwickau eine Mannschaft ist, die sehr zweikampfstark ist, als Mannschaft insgesamt. Auch in den Luftzweikämpfen ist die Mannschaft gut, sodass Zwickau insgesamt in den 11 Spielen über 500 Zweikämpfe gewonnen hat, was für mich eine sehr, sehr hohe Quote ist und deshalb müssen wir uns auf ein Kampfspiel einstellen. Und ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie den Kampf nicht nur annimmt, sondern die Zweikämpfe auch positiv gestaltet.
Das war auch ein Schwerpunkt in der Trainingsarbeit. Wie viele Zweikämpfe hat der MSV gewonnen? Auf jeden Fall nicht so viel als Zwickau. Okay. Gut, dann hätten wir noch eine Frage zum Gegner drin. Jochen Knatz hatte vorhin den Finger gehoben, um eine weitere Frage zu stellen. Ist das noch aktuell? Da haben wir jetzt zwar nichts gehört, aber das Kopfschütteln. Also, der Hermann hat meine Frage gestellt, ist beantwortet. Dankeschön. Kurze Nachfrage: Wann geht es nach Zwickau, Uwe, mit dem Bus? Wir werden morgen früh, wird ein Teil der Mannschaft für den anderen Teil ein Frühstück vorbereiten, weil wir eine Spielform gemacht haben, wo es auch ein Verliererteam gab. Da werden wir gemeinsam frühstücken, anschließend werden wir nochmal gemeinsam trainieren. Und dann geht es um die Mittagszeit auf die Fahrt nach Zwickau. Dann viel Erfolg, Dankeschön. Danke. Ja, alles Gute Ihnen. Alles Gute, danke, wir sehen uns. Danke, euch auch, bleibt gesund. Bis dahin. Ja, auch sehr gut. Danke, tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.